Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zur MyTeam-Karriere. Heute geht es nach Japan. 6 Rennen stehen uns nur noch bevor in dieser 7. Saison und über 50 Punkte haben wir Rückstand auf Lando Norris in der WM. Somit ist heute wirklich ein Sieg Pflicht, wenn wir noch eine Chance haben wollen. So knallhart sage ich es einfach mal. Das hier ist nämlich eine der, wenn nicht sogar die beste Strecke bisher für uns in dieser Karriere und außerdem sind es einfach nicht mehr viele Rennen. Von daher muss man diese Chance dann dazu nutzen, um Punkte aufzuholen. Leider ist das Wetter nicht gerade schön, wie man sehen konnte bereits im Intro. Soll es denn noch trocken werden im Laufe der Session? Anscheinend nicht. Hier wird zumindest nichts angezeigt und im Rennen soll es auch mit Regen losgehen. Puh, das wird nicht leicht. Oh nein, gelbe Flagge an dieser Stelle, Albon. Was ist denn wohl hier passiert? Steckt da etwa ein Auto in dieser Brücke? Nein. Wahnsinn. Haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, ne? Naja, immerhin ist diesmal alles gut gegangen. Also, das Auto hat uns nicht getroffen, irgendwie, wie es schon mal passiert ist. Das ist immerhin etwas. Jeff meint noch ungefähr 10 Minuten Regen. Somit besteht Hoffnung, dass es eventuell die Chance auf eine trockene Runde gibt am Ende der Session. Aber auf jeden Fall muss auch hier im Nassen schon eine vernünftige her. Das ist klar. Letzte Schikane nochmal. Wie üblich in diesen Bedingungen wird das jetzt von Runde zu Runde schneller werden. Ich habe auch extra Sprit für mehrere Runden eingepackt. Über die Linie. Super. Oh, und da kommt jetzt jemand aus der Box. Oh nein, hoffentlich macht er irgendwie vernünftig Platz hier in den ersten paar Kurven. Wer ist es denn? Einer der Alfa Romeo-Jungs, oder? Ach, keine Ahnung, es ist ein Haas, ja, aber ist eh egal, weil wir uns wegdrehen. Ach, ich habe keinen Bock auf diese Bedingungen. Da ist aber das, was Jeff vorhin gemeint hat. In 10 Minuten soll der Regen weg sein. Das reicht vielleicht für eine einzige Runde. Und mehr muss es auch nicht sein. Mir reicht eine. Ah nee, das sieht aber leider nicht gut aus, noch 5 Minuten so in etwa und die Strecke ist immer noch viel zu nass. Oh lol, Norris ist aktuell auch nur 20. Das wäre was, wenn wir beiden hier 20. und 21. werden würden. Aber ich vermute mal, dass Lando da noch eine gute Runde raushaut. Für zwei haben wir noch Zeit. Eine davon muss zumindest mal vernünftig sein. Deutliche Verbesserung immerhin, das war auch zumindest mal eine solide Runde. So wie der Aston hinter uns aber aufgeschlossen hat, kann das nicht schnell gewesen sein. Nee, Ocon sogar mit der Bestzeit jetzt zwischenzeitlich ja alles schneller. Somit wird sich wohl leider auch Norris gleich noch verbessern. Das war echt eine gute Runde, abgesehen von 130R, da war ein kleiner Fehler dabei, aber das ist der letzte Platz. Ah, Norris auf der Pole, nur knapp vor Mick, starke Runde von ihm, das erste richtig gute, was er so zeigt in unserem Auto. Das freut mich sehr, vielleicht kann er Lando ja zumindest ein bisschen ärgern da an der Spitze, damit es für Norris nicht ganz so ein entspannter Sieg wird. Ja, hoffnungslos, 1,2 Sekunden hinterm vorletzten. Ja, machst du nichts in solchen Bedingungen in dem Scheißspiel, das ist einfach so. Ich nehme die Folge hier gerade direkt im Anschluss von Jeddah auf. Somit ist meine Stimmung eh schon angeknackst und meine Motivation, hier dieses Spiel zu spielen.
Und das hier macht die Lust jetzt nicht gerade besser. Starker Regen am Anfang des Rennens und der wird dann immer leichter. Vielleicht erleben wir somit die Slicks dann am Ende des Rennens. Aber der Anfang wird schon eine pure Katastrophe. Also, ja, mal schauen. Da müssen wir halt irgendwie mithalten, im Ansatz zumindest, um dann später vielleicht, wie gesagt, wenn es trocken wird, noch eine Chance zu haben. Strategie, ja, wer weiß. Ich denke, die muss man nach dem Wetter richten. Also muss man auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es eine Full-Wet-Full-Wet werden wird. Das auf keinen Fall. Benzin noch ein bisschen runter. Und dann geht's direkt rein in die Einführungsrunde hier in Japan. Ja. Ich sag ja immer gerne irgendwas Optimistisches, aber das fällt mir wirklich, wirklich schwer. Es ist zumindest Startplatz 19 durch ein paar Grid-Strafen offensichtlich. Aber das macht's auch nicht viel besser. Es bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Wettervorhersage nicht so ganz stimmt und dass es vielleicht schon früher abtrocknet. Wenn wir so ein halbes Rennen zumindest auf Slicks bekommen, dann kann hier in Japan was gehen. Wir sind hier so, so stark im Trockenen. Aber wenn das lange nass bleibt, weiß ich nicht. Ich werde natürlich mein Bestes probieren, ganz, ganz klar. Aber das wird nicht leicht. Eine Sache, die zumindest Mut macht, ist, dass das Gefühl im Qualifying echt nicht so schlecht war. Also, klar, da war es auch nur leichter Regen, aber das war okay. Mir kam die Runde gut vor. Hat halt für nicht besonders viel gereicht, das ist der Haken an der Sache. Aber es ist ja auch schon mal viel wert, wenn man sich ein bisschen wohlfühlt zumindest. Und nicht in jeder Kurve das Gefühl hat, sich wegzudrehen. Hoffentlich wird das auch hier in diesen Full-Wet-Bedingungen so. Und dann, wer weiß, dann geht vielleicht doch ein bisschen mehr, als wir alle hier gerade erwarten. Hinein geht's in die Startposition. Fast viel zu früh stehen geblieben, aber nochmal gut gerettet. Let's go, rein in diesen großen Preis von Japan. Gar nicht mal der schlechteste Start für Full-Wet-Bedingungen. Ocon da hinten hat einen echt guten erwischt, aber kann den nicht dazu nutzen, um irgendwie Positionen gut zu machen. Die Sicht ist ganz, ganz schlecht. Wir bekommen hier die Gischt von 20 Autos fast vor uns ins Visier gegen die Kamera. Das macht das Ganze, was ohnehin schon schwer ist, nicht gerade leichter. Aber solider Start, würde ich sagen. Unbeschadet durchgekommen. Immerhin nur eine Position verloren. Das ist vielleicht auch schon was Positives in diesen Bedingungen. Ja, jetzt mal schauen. Also so wie es normalerweise läuft, dann nehmen die uns halt jetzt 4 Sekunden pro Runde ab. Aber eventuell ist das hier ja heute eine Ausnahme. 6. Gang übrigens. Super, das macht Spaß, das macht Mut für den Rest. Albon da hinten probiert jetzt irgendwas, aber schafft das nicht. Sainz und Fairshaw da vorne, Rad an Rad in Degner 2. Ja, aber das ist jetzt schon so dermaßen hoffnungslos, dass man sich eigentlich nur denken kann, in was für eine Richtung das hier läuft. Ganz, ganz spät angebremst jetzt für die Haarnadel. Immerhin, oh nee, da ist Ocon durch, lol, okay, er hat gar nicht mitbekommen, wo der war. Oder war der schon vor uns? Ich habe keine Ahnung, ja, das ist kompletter Bullshit. Also 6. Gang und man dreht sich weg, ne, das kannst du vergessen. Wie soll man so irgendwie Vertrauen in dieses Ding haben? Gar nicht, ich würde auch echt super gerne das Auto gerade einfach in die Wand hauen und das Rennen beenden, also ganz ehrlich. Mann, bremst doch! Es war auch nicht voll angebremst, aber es ist so leicht, die Räder zu blockieren in diesen Bedingungen. Und das war gut, das war aber jetzt ein klarer Fahrfehler. Man muss auch nicht alles aufs Spiel schieben. Riesenabstand jetzt schon zum Rest des Feldes. Nur noch Albon ist hinter uns, der ja im Qualifying diese Aktion hatte mit dem in der Strecke stecken. Der wird hier wahrscheinlich auch bald vorbeiziehen. Obwohl tatsächlich nur eine Sekunde Rückstand auf Daruvala nach einer Runde sogar erträglich ist. Aber wenn das dabei bleibt, dass wir nur eine Sekunde pro Runde verlieren, dann kann noch was gehen im späteren Verlauf. Vor allem, wenn es halt trocken wird. Hauptproblem im Regen sind immer solche Traktionszonen. Und von denen gibt es nicht so unendlich viele hier in Japan. Wenn das klappt, dann fresse ich einen Besen. Das sollte auch niemals ein Überholmanöver werden. Aber das ist okay. Das haben wir schon deutlich, deutlich schlimmer erlebt. Come on, noch nicht den Kopf hängen lassen. Das ist echt in Ordnung. Wir sind dran am Rest des Feldes. Die konnten sich nicht wirklich absetzen. Und das, obwohl die jetzt schon seit einer Runde alle vor uns sind. Oh yes, come on. Ich kann gerade gar nicht glauben, was ich hier sehe, wirklich. Diejenigen von euch, die gerade zum ersten Mal vielleicht eine Karrierefolge sehen, die fragen sich, was laberst du? Das ist komplett grottenschlecht. Aber also für meine Verhältnisse im starken Regen in diesem Spiel hier ist das richtig gut. Der Standard ist so, dass man wirklich 3 Sekunden pro Runde verliert. Aber hier nicht. Wir sind voll gleich auf mit den Jungs da vorne.
Klar bringt das auch nicht viel, wenn man nur 21. ist und das Überholen ist unfassbar schwer auf dieser Strecke. Dann auch noch im Regen. Aber wie gesagt, meine große Hoffnung liegt auf der trockenen Phase hier in diesem Rennen dann später, die hoffentlich nicht allzu kurz sein wird. Und dafür muss der Rückstand halt gering sein auf die Vorderleute. Abgesehen von Lando vorne kann sich niemand so wirklich absetzen. Das ganze Feld ist hier unmittelbar hintereinander. Das ist optimal. Oh, was ist das denn? Fünfter Gang, ich gebe einen Zentimeter Gas, wenn überhaupt. Das ist jetzt die Chance für Albon vielleicht mal. Hat mich eh gewundert, dass der hier noch nicht vorbei ist. Oh, was machst du denn? Ja, entweder durchziehen oder nicht, Alter. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen müssen in der Situation, das muss ich gestehen. Aber das war so ein, weiß nicht, so ein halber Move von ihm. Er ist eigentlich schon vorbei, dann wird er so komisch langsam. Und genug Platz ist da dann eigentlich auch. Ganz, ganz seltsam. Oh nein, bisschen weit draußen. Nächste Chance für Albon. Wieder setzt er sich daneben. Wie vorhin in Degner 1. Rad an Rad geht's mit ihm hier auf die Gerade hinaus. Na, das kostet alles so ein bisschen Zeit. Aber jetzt wird er mal durch sein. Schlechter, schlechter Topspeed aber beim Williams. Das ist also offensichtlich selbst im Regen so, dass man wirklich schnell ist auf diesem Streckenabschnitt. Okay. Der Regen lässt jetzt schon deutlich nach. Und die Strecke ist bereits trockener als noch am Anfang. Oh, halt die Fresse. Ich gebe doch schon alles, du Arschloch. Willst du dich selber hier reinsetzen in dieses Scheißding oder was? Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, für einen Reifenwechsel in die Box zu fahren. Ja? Denkst du das? Ich denke das nicht. Aber komm, machen wir es mal. Machen wir es mal. Jetzt unabhängig davon, was die anderen probieren. Wenn Jeff das sagt, muss es doch stimmen. Ja, keine Sau weiter vorne kommt rein. Ah, nee, mir ist das scheißegal. Ich höre jetzt mal auf Jeff, obwohl das wahrscheinlich total falsch ist. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also vereinzelt ein paar Jungs kommen tatsächlich auch weiter vorne rein. Unter anderem Vettel, der ja in der WM auch noch eine kleine Rolle spielt. Und die wechseln auch auf Inters. Okay, interessant. Es ist sehr früh. Hätte ich jetzt von alleine auf keinen Fall gemacht. Aber falls uns das vielleicht zumindest einen kleinen Vorteil beschert, dann ist es ja keine schlechte Sache. Die allermeisten sind allerdings noch weitergefahren tatsächlich. Das ist vielleicht auch gut. Wenn die jetzt nämlich alle zeitgleich reinkommen, dann wird es da ordentlich Chaos geben an der Box. Letzter Platz jetzt natürlich an der Ausfahrt. Die Interbedingungen sind jetzt aber deutlich früher erreicht, als es in der Vorhersage stand, bin ich zumindest der Meinung. Somit wird es vielleicht auch früher ganz trocken. Oh, ey, das kann nicht wahr sein, Mann. Man fährt normal, es geht und auf einmal ist dieses Heck weg. Das ist so unfassbar scheiße zu fahren, wirklich. So dieses Unvorhersehbare halt, da komme ich gar nicht drauf klar. Wenn das Auto wenigstens immer dasselbe machen würde, aber nein, in einer Runde ist es so, in der anderen so. Viele kommen jetzt rein, eine Runde später. Allerdings nicht alle, beide Red Bulls bleiben zum Beispiel draußen, Norris bleibt draußen, Mick ist allerdings an der Box. Oh, Vettel! Vettel, lol, irgendwas muss mit ihm passiert sein. Safety Car! Was hast du getan, Sepp? Ich weiß es nicht. Der steht hier in entgegengesetzter Fahrtrichtung irgendwie neben der Strecke. Muss sich scheinbar von selber gedreht haben und dann? Ich weiß nicht. Also das ist kein Motorschaden oder so. Der wird noch weiterfahren. Das war einfach ein Dreher offensichtlich. Ja, und wer war noch nicht an der Box und kriegt jetzt einen Free Pitstop? Auf keinen Fall Norris. Nee, nee. Das wäre ja absurd. Lol, Norris fährt aber weiter. Der ist noch auf Full Wets. Oder habe ich da was falsch im Blick? Nee, nee, der muss noch auf Full Wets sein. Mick ist zum Beispiel auch ziemlich zurückgefallen. Aber weil er halt schon gestoppt hat. Puh, also entweder weiß Norris irgendwas, was wir nicht wissen. Oder das ist ein fetter, fetter Fehler, jetzt nicht reinzukommen. Also ich weiß ja nicht, was die Jungs da vorne vorhaben. Für mich wäre das jetzt offensichtlich eine gute Entscheidung gewesen, reinzukommen für die Inters, wenn man noch auf Full Wets ist. Aber das hat Norris nicht getan und auch einige dahinter. Er ist nicht der Einzige. Ich glaube so die Top 5 Jungs oder so, die sind alle noch auf Full Wets. Mick dürfte der Erste auf den Intermediates sein. Also entweder kommen die halt unmittelbar nach dem Safety Car rein für die Inters oder die fahren weiter mit diesen Full Wets, werden dann aber super langsam sein und das ganze Feld aufhalten. Also so oder so hat das nochmal ordentlich Spannung reingebracht, vor allem weil halt Norris betroffen ist.
Zum Glück sind wir ja in einer super Position, um ein mögliches schlechtes Ergebnis von ihm zu bestrafen, ne? Alles andere wäre natürlich ganz, ganz bitter. Ja, ja. Safety Car Restart jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass hier nicht viel geht. Dass wir die Position gegen Vettel vielleicht sogar noch verlieren. Weil man hier so ganz dreckig aus dieser letzten Kurve raus beschleunigen muss mit diesen kalten Inters. Ah, das hat nicht gut geklappt. Aber ich glaube, Sepp kann noch nicht angreifen. Oh, Vettel jetzt hier an dieser Stelle. Wie genau? Ich weiß es auch nicht. Vorsichtig, jetzt nicht zu kollidieren, keinen Dreher irgendwie zu riskieren. Lassen wir den mal ziehen. Der ist eh viel, viel schneller. Warum? Wieso? Ich habe wirklich noch nie ein Formel-1-Spiel gespielt, welches so wenig Spaß macht zu fahren. Also das ist eigentlich das Hauptproblem. Das Spiel hat viele Probleme, ja. Aber vor allem macht es einfach keinen Spaß zu fahren. Insbesondere ohne Fahrhilfen, halt ohne Traktionskontrolle. Es ist einfach scheiße, wirklich. Dem Regen wird das halt nochmal deutlicher als im Trockenen. Oh, ist das langsam hier. Eieiei. Oh, jetzt kommt Norris mal rein und vermutlich auch alle anderen, die noch auf Full-Wet-Reifen hier sind. Aber wahrscheinlich ist einer auf Full-Wet hier vor dieser Gruppe vor uns. Und der hält die alle auf. Das wird weit nach hinten gehen für Lando. Komplett komische Entscheidung, dass er nicht reingekommen ist während des Safety Cars. Wir werden ihn sogar überholen. Sind vor Lando Norris hier in diesem Rennen. Wow, das hätte ich auch niemals erwartet. Oh, langsam. Was? Wieso? Was war das denn? Das ist zwar echt schön und gut, dass Lando wahrscheinlich keine Punkte holen wird. Bringt halt recht wenig, wenn man das dann nicht ausnutzt und selber keine holt. Oh, was ist denn das hier? Also, come on, wer ist da so langsam? Ich weiß es nicht. Da muss offensichtlich noch irgendjemand sein auf den Full-Wet-Reifen. Naja, es waren nämlich nur Stroll und Norris bisher drin. Da waren aber noch mehr Jungs gar nicht an der Box bisher in diesem Rennen. Und die, die machen sich jetzt bemerkbar hier in dieser Phase. Eieieiei, Sindeli ist da vielleicht einer davon? Oder ist der einfach so langsam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das pures Chaos hier gerade. Was für ein Rennen. Oh oh, das gibt jetzt ein bisschen Action hier in 130. Oh Gott. Und in die Schikane hinein wird es doch auch langsam, oder? Das können wir doch bestimmt ausnutzen gegen Vettel. Einfach voll optimistisch, eh nichts mehr zu verlieren hier in diesem Rennen. Yes, und das wird belohnt sogar tatsächlich. Ein weiterer, zwei weitere kommen noch rein, die auf den Full-Wets waren. Das ist immerhin mal Platz 17. Und wir sind dran am Rest. Also wenn das jetzt noch schnell trocken wird, dann kann noch was gehen eventuell. Lol, warum sprühen da solche Funken vorne? Ich weiß es nicht. Oh, was machen die denn da? Langsam hier in der Haarnadel. Reicht der Grip? Das war doch gar... Also ich habe das Pedal doch gestreichelt. Kannst du mir nicht erzählen. Das war doch gar kein Gas. Wild, wirklich wild, wie man da das Heck verlieren kann in der Situation. Keine Ahnung. Noch ein weiterer Boxenstopp. Einer der Red Bulls ist drin. Der hat das Rennen sogar zwischenzeitlich angeführt. Und dadurch, dass er jetzt reinkommt, ist Norris, sage ich schon, Mick an der Spitze. Kann dieses Rennen eventuell gewinnen? Das wäre natürlich mega. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir es schon nicht schaffen. Aber ich habe immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben. Vielleicht sollte ich das langsam mal tun. Es sind nämlich nur noch 10 Runden. Und das scheint noch eine Weile lang hier nass zu bleiben. 5 Minuten bis zum Ende des Regens. Na gut, das ist nicht mehr so ewig lang. Und das Ziel muss ja auch definitiv kein Sieg sein, so wie das an diesem Wochenende lief. So ein, zwei Punkte oder so, die wir dann auf Norris gut machen würden, das wäre ja schon ein Erfolg. Oh, Daruvala, Mann. Fahr doch normal! Warum verbremsen die sich immer vor einem, Alter? Nie, wenn die irgendwie alleine fahren. Das kann nicht wahr sein. Norris jetzt hinten vorbei an Vettel. Ja, super. Ist auch nicht gut. Ich habe so die Schnauze voll von diesem Spiel. Das ist wirklich der Wahnsinn. Sainz mit Problemen am Auto. Der ist nicht weit vor uns. Aber gut, wäre auch nur eine Position. Das verändert nicht die Welt. Zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Wer hat das gemacht und hat sich gedacht, ja, das ist gut, das bringen wir so raus, das macht Spaß. Den will ich gerne mal sehen. Oh, gelbe Flagge. Lol, Ocon mit einem Dreher hier in der Schikane. Immerhin etwas.
Oh, guter Windschatten jetzt auf Daruvala, der hier voll in die Eisen steigt vor 130R. Davor ist Sainz unterwegs, der irgendwelche Probleme an seinem Auto hat, wie Jeff vorhin schon angemerkt hat. Einfach mutig vorbei an Daruvala. Come on, Platz. Ach, Platz gar nichts. Platz gar nichts. Danke. Danke. DNF mich einfach. Es ist vorbei, Gott sei Dank. Ja, komm, halt einfach die Fresse, Alter. Das ist bodenlos, wirklich. Also ich mache mich hier immer lächerlich. Ich hate dieses Spiel in jedes einzelne Mal. Aber ich hasse es wirklich mittlerweile mit ganzem Herzen. Leidenschaftlich hasse ich dieses Scheißspiel. Wirklich. Das macht keinen Bock. Also null. Null. Vielleicht ist das die letzte Saison, wirklich. Ich kann mir das nicht mehr lange geben, Mann. Das ist so ein Müll. Wie ist Norris da eigentlich nicht ausgeschieden? Ey, der trifft uns voll mit seinem Vorderrad. Kannst du keinem erzählen. Wenn der jetzt noch irgendwie gewinnt, weil hier jetzt ein Safety Car dafür rauskommt oder so. Hilfe. Ah nee, immerhin das nicht. Mick gewinnt sein erstes Rennen. Vielleicht in dieser Karriere, auf jeden Fall in unserem Team. GG, gut gemacht. Den Fehler der anderen ausgenutzt, vor allem von Norris, der da so lange nicht auf die Fullwets, auf die Inters gegangen ist, von den Fullwets runter. Vor allem das Safety Car dafür nicht zu nutzen, war halt echt dämlich. Zwei Haas-Piloten in den Punkten, kommt auch nicht so häufig vor, oder bilde ich mir ein? Zindeli holt, glaube ich, sogar seine ersten Zähler, kann das sein? Nein, nicht Wiederholung. Ah nee, nicht ganz, aber da waren noch nicht viele auf seinem Konto. Für Drugovic waren das tatsächlich die ersten Punkte. Mick kommt jetzt natürlich ordentlich nach vorne in der Fahrer-WM. An unserer Situation hat sich nichts geändert, aber also, Norris Nuller und wir nutzen den nicht aus. Das war es eigentlich in der normalen Welt. Die Konstrukteurs-WM sieht jetzt so aus. Vielleicht gelingt dort Platz 2 immerhin noch. Das wäre wenigstens etwas. Und ich gehe mich jetzt erstmal beruhigen. Also das macht keinen Spaß. Das größte Problem ist einfach, ich habe keinen Spaß, mit diesen Drecksautos zu fahren. Es ist einfach purer Frust. Wirklich. Von Anfang an, von der ersten Runde an im Qualifying. Ja, Wahnsinn. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Seid beim nächsten Mal am Start. Vielleicht können wir dort immerhin ein schönes Rennen noch haben, wenn es mit der WM schon nichts wird. Es sind ja noch ein paar Rennen in dieser Saison. Haut rein.